Goldpriester hier bei geht's ja mit Battlefield 6 in die heiße Phase, wo wir dann deutlich mehr Content bekommen. Ich hatte mir vor Längerem schon mal alte Battlefield-Trailer angeschaut und da habe ich genau gesehen, dass es gewisse Ablaufmuster beim Release gibt, die dann nacheinander abgearbeitet werden. Was uns im März jetzt ja unmittelbar bevorsteht, ist ja der erste Battlefield-Trailer überhaupt, beziehungsweise wie das neue Battlefield auch immer dann heißen mag. Meine Vermutung ist, dass wir im März dann den genauen Namen gesagt bekommen und es werden halt weitere Dinge gezeigt, die uns dann heiß machen sollen, beziehungsweise wo wir dann noch Vermutungen anstellen können, in welche Richtung das aktuelle Battlefield dann überhaupt gehen soll. So was Ähnliches gab es nämlich auch schon bei Battlefield Bad Company 2. Und zwar das Video, was ich euch gleich zeige, hieß damals Battlefield Bad Company 2 First Look und stammt aus dem Jahre 2009. Das Video ist damit also fast 12 Jahre alt. Das Gute daran ist, dass man an diesem Beispiel halt mal gut erkennen kann, was uns im März dann etwa für ein Teaser erwartet. Vom Grundaufbau wohlgemerkt, vom Inhalt, da kann man halt noch nichts Genaueres sagen. Okay, wir schauen uns jetzt mal den Teaser an. Ich kann es gleich mal vorweg sagen, marketingtechnisch gesehen ist das einfach top. Da hätte man echt nicht viel besser machen können. Und wenn man bedenkt, das ist jetzt schon über 11 Jahre her. Leute, ich muss ja noch mal einen kurzen Einschub machen. Denkt daran, auch ein Like dazulassen. Schaffen wir diesmal 180 Likes? So, danach folgen dann noch unzählige weitere Trailer, die jetzt nicht unbedingt so krass waren. Zumindest sind mir die nicht bisher in Erinnerung geblieben. Aber der Bad Company 2 Launch Trailer vom 4.3.2010 ist so unvorstellbar krass, dass der mir sogar bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal direkt rein. Und zwar marketingtechnisch gesehen ist das meiner Meinung nach sogar noch ein Stück besser als der erste Trailer. Achtet jetzt mal unbedingt auf die Musik und wie krass es dabei mit den Fahrzeugen und Soldaten miteinander abgestimmt wurde. Sowas habe ich bisher extrem selten gesehen. Es gab dann noch weitere unzählige Trailer, ich glaube, das waren sogar in der Summe bis zu 20 Stück oder sowas, ne? Aber die kann man natürlich jetzt nicht alle zeigen, das würde sonst eine Dreiviertelstunde dauern. Aber es gab dann noch einen sogenannten VIP-Map-Trailer. Man könnte das in der heutigen Zeit mit eher einem DLC-Trailer vergleichen. Und diesen besagten VIP-Map-Trailer, den finde ich zum Beispiel auch noch sehr gut gemacht. Wenn man das ja heute mal mit neueren Game-Trailern vergleicht, sieht man, dass die neuen Spezialeffekte, die man heute öfters mal sieht, einfach nicht über den schlechten Inhalt hinwegtäuschen können. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Man sieht einen Game-Trailer oder einen Kino-Trailer und dann sitzt man selbst im Film bzw. spielt das Game und denkt sich, Alter, löscht euch.
ihr werdet es auch anhand des Trailers gleich sehen. Und zwar werdet ihr auch merken, dass dort der Spieler noch im Vordergrund stand. Also nicht irgendwelcher Profit oder besonders hohe Verkaufszahlen. Und ich denke mal, dass auch die Marketingleute selbst dort noch Gamer waren. Weil das könnt ihr im Prinzip anhand der Schnitte sehen und wie das Ganze überhaupt in Szene gesetzt wurde. Okay, jetzt viel Spaß dabei. Im Archiv habe ich da noch was Interessantes gefunden, und zwar einen alten Frostbite-Trailer, wo die Stärken der Spiele-Engine genau erklärt werden. Den fand ich halt auch ganz gut gemacht. Und zwar im Zuge von Battlefield 6 wird es ja auch, denke ich mal, ein Update bei der Frostbite-Engine geben, zumindest wenn man den aktuellen Marketing-Aussagen Glauben schenkt. Und im alten Trailer wird halt auf die Frostbite-Engine eingegangen, was mit dieser Version halt alles möglich ist. Das bezieht sich klar auf die alte Version, aber ich fand ihn ganz gut gemacht. Okay, wir schauen mal rein. Ach ja, genau, es fällt mir noch was ein, und ich denke mal, dass es für die neue Frostbite Engine eventuell dann auch so eine Art Trailer geben wird, beziehungsweise wo dann nochmal das genau erklärt wird, was jetzt genau alles verbessert wurde. So Battlefield Bad Company is built with our brand new game engine called Frostbite. We feel that this exciting new technology is going to change the way the shooters are played today. Hi, I'm Joachim, and I'm here to talk about destruction. Everything from buildings to vehicles to trees and the actual ground you're walking on, it can and it will be destroyed. So in order for this to work properly, the lighting needs to be dynamic as well. If I blow a hole in a wall, or if I change the position of the sun, the shadows will change along with it. So all of this adds to a unique battlefield experience every time you play, and I can assure you, it's a hell of a lot of fun. Was bei Battlefield 6 auch ein sehr großer Punkt ist, das werden nämlich die Audioeinstellungen sein. Und Battlefield hat ja meiner Meinung nach die besten Audioeinstellungen, die man zurzeit auf dem Shootermarkt überhaupt bekommen kann. Ich meine, schaut euch doch mal bitte die Audioeinstellungen bei Battlefield 5 und bei Battlefield 1 an. Das war auf jeden Fall schon mega krass gut. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit COD vergleicht, sieht man, dass die dort deutlich mehr Probleme haben. Ein großer Vorteil ist, dass die Audiokanäle im Battlefield in mehrere Stränge unterteilt sind und dadurch erhält man mehr Möglichkeiten, seine Audioeinstellungen anzupassen. Im Archiv gab es bei den alten Frostbite-Trailer auch einen Abschnitt, wo die kurz die Audioeinstellungen vorgestellt haben, und da schauen wir eben mal rein. Und sowas ähnliches, denke ich mal, wird es auch bei Battlefield 6 dann geben. I'm a Stefan! Sorry about that, Jukke! Stefan! Let's talk about HDR Audio, Stefan! Yes, David! We wanted this game to be really, really loud, but there are so many sounds happening at the same time that it didn't work! What? It didn't work! Yeah, but we fixed that. With the Frostbite high dynamic range audio, we have introduced a way to automatically prioritize sound sources at runtime. So let's take a look at an example and listen to how the music of the radio and the explosions interact. So when you're getting shot at, you don't really care about the radio of the car playing because it's not important. HDR audio make loud sounds sound loud. And quieter sounds sound as loud sounds. Got it? Good.
In meinem gestrigen Video zu Battlefield 6 hatte ich ja bereits schon gesagt, dass es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch RTX im neuen Battlefield geben wird. Ich habe jetzt gerade eben ganz frisch ein Video von Zotac Gaming reinbekommen und da wird ganz genau beschrieben, was wir uns da im neuen Battlefield so darunter vorstellen können. Das wurde jetzt hier nur anhand von COD beschrieben, aber das ist im Prinzip fast das Gleiche.